Hallo zusammen, hier ist euer Darth Sephiroth 1982. Ich melde mich nach längerer Zeit wieder zu Wort, weil mir ist leider ein Missgeschick passiert. Meine Festplatte war voll und ich konnte den Mr. Freeze Kampf nicht aufnehmen, nicht komplett. Aber ich werde das in einem Special wahrscheinlich nachreichen. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Und wie gesagt, ich werde es dann nachreichen. Ich habe nochmal angefangen auf schwer zum Spielen. Und werde bis zum Mr. Freeze Kampf spielen und den dann aufnehmen und euch in einer Special-Folge nachreichen. Gut, das war das, was ich euch sagen wollte. Habt weiterhin viel Spaß und wir hören uns. Bitte, finde meine Frau. Mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Was zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Die Schlampe gehört mir. Freu dich nicht zu früh. Joker flippt aus, wenn du das versaust. Wovon redest du? Als ob ich es nicht schaffen würde, dieser nervigen Reporterin in den Schädel zu ballern. Offenbar sind die Scharfschützen, die den Bereich vom Südosten her gesichert haben, verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes hört man nichts mehr. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sehen! Streng dich an. Joker will die Reporterin töten. Ja, okay, ich versuch's. Ich hab einfach keinen Fall...
Towers wird nicht mehr geschossen. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Falls jemand diese Übertragung empfangen sollte, bitte schicken Sie Hilfe. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit zu einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung. Nicht wahr? Bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich davor bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. Ich habe es geschafft, Noras Spur bis in diesen Bereich zurückzuverfolgen. Ich habe es geschafft, Noras Spur bis in diesen... Wie konnten Jokers Leute in einem Sicherheitsgefängnis in den Besitz von Schatten? Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer... ...das Strange stellen, falls ich je hier rauskomme. Ich muss schon sagen, dass mich die Zustände in dieser sogenannten Strafanstalt mehr als interessieren. Wonder Tower, hä? Für mich sieht das eher wie ein rostiger Schrotthaufen aus. Thank you.
Noch Tee, Batman? Wo bin ich? Was ist hier los? Was für eine Frage. Soll ich es ihm sagen? Oh, ich glaube ja. Er sieht so verwirrt aus. Nun, es ist ganz einfach. Ich habe eine kleine fixe Idee in deinem Kopf platziert. Eine Art hypnotische Suggestion. Sehr kompliziertes Zeug. Du würdest es sicher nicht verstehen, aber wie du siehst, es hat funktioniert. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Und Strange kann nichts dagegen tun. Willst du deinen Tee etwa nicht trinken? Ist besonderer Tee. Mein besonderer Tee. Meine Spezialität. Fahr zur Hölle, Jarvis. Um es kurz zu machen. Ich habe dich das sehen lassen, was du am meisten willst. Was war's? Sag's mir. Sag's mir. Sag's mir. Wie vorhersehbar. Genau wie Alice. Nie tut ihr, was ich will, ohne dass ich gleich lächerlich hohe Mengen psychoaktiver Mittel einsetzen muss. Nun, wenn das unbedingt nötig ist, ist es wohl gut, dass du sie bereits genommen hast. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Schliff. Ein spezieller Hut nur für Du bist jetzt mein Soldat, Batman. Du wirst alles tun, was ich sage. Du wirst alles tun, was ich... Nein, 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 nein! Das ist nicht richtig! Das kannst du nicht machen! Du kannst nicht gewinnen. Meine Hüte sind etwas Besonderes. Sie bringen jeden dazu zu machen, was ich will. Jeden. Denk nicht mehr an deine Sorgen. Stell dir vor, du bist weit weg. Halt ihn auf! Du musst
Sobald ich Bruce Wayne gefunden habe, tausche ich ihn gegen ein Ticket ein, das mich hier rausbringt. Erweitertes Realitäts... Wurmen und Poison Ivy. Ich setze keinen Fuß in die Nähe dieser Schlampe.